Ich hab's auch erwartet. Aber man kann ja mal Glück haben. Warum liegt denn sonst dieser Moder-Scheiß hier rum? Aber Ja, das finde ich Friedhof. richtig. Das finde ich richtig berstig. Wohl keine Gerände, dass sich jemand die Mühe macht, die paar Bäume da wegzumachen. Müssen sie doch mit rechnen. Gibt doch genug Leute, die denken, die müssen hier aufräumen. Toll, jetzt kriege ich den da nicht mehr raus, oder was? Ah, ich drehe am Rad. Auszulernen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich dieses Mistding hier rauskriege. Ja, Alter, komm mal rüber, komm mal rüber. Geh mal in den Häcksler schnell rein. Ja. Du lachst dich kaputt, Alter. Wegen Was geht nix. da, ey? Wegen nix. Du siehst ja den Baumstamm nicht, ne? Oh Mann, ey. Unglaublich. Erstmal ist das bei dir erstmal voll abgehoben. Oh Mann, was ein Fail. Was sollen wir jetzt mit diesen blöden Baumstämmen hier machen? Liegen lassen. Na, die liegen ja voll im Weg, wenn du hier mal wieder neue Bäume hinsetzen willst. Hä? Ach so, du holst den gerade, okay. Das ärgert mich jetzt ganz schön mit dem blöden Baumstamm. Voll ist er. Was ist voll? Der Anhänger schon wieder? Soll ich wegbringen? Ah, wenn du Lust hast. Nö, aber ich mach's. Ich habe ja eigentlich auch keine Lust mehr, Linien zu ziehen. Oh, du musst das noch so oft, ey. Noch gar nicht mehr viel. Und dann kommt da fast nichts bei rum für die Menge Arbeit, ey. Unglaublich. Wahrscheinlich ja, auf einem anderen... Leben, ne? Ja. Keine Arbeit und keine Kohle. Auf einem anderen Schwierigkeitsgrad hätten wir wahrscheinlich, wären wir jetzt wahrscheinlich schon Millionäre. Mit der Arbeit. Wir hatten zumindest gutes Equipment und bestimmt zwei Felder noch. Ja. Ich habe jetzt 50%. Oh mein Gott. Also noch mal eine ganze Stunde dafür. Oh Mann, ey. Obwohl ich nicht weiß, ob das Wegbringen mitzählt, aber ich denke mal, ne? Das weiß ich nicht. Du musst du gleich gucken. Wenn du jetzt 50% hast und ich wegbringe und sich das ändert, dann hast du vielleicht 75 Aber oder so. nicht vom Feld habe ich glaube ich noch ein Drittel.
wenn er wenigstens 4 Reihen mitnehmen würde, ne? Ja, aber diese Kartoffelernter, die haben ja kaum, also die nehmen ja wirklich wenig mit. Das ist ja wirklich eine Grütze. Oh, hier ist schon wieder der mir die Vorfahrt genommen hat vorhin. Da bräuchtest du so ein Feld wie das, was wir auf beim LS17 hatten, das Verbundene. Die drei Felder zusammen. Alter! Das ist sicher jahrelang noch mit Sammeln, mit Ernten beschäftigen. Das hätte man 2 Stunden zwischen Holz machen können, wäre der Ernte erst bei der Hälfte. Ja. Yeah. Das wäre echt extrem, ey. Oh, eine kleine Holzbank hält den harten Traktor auf. Ja, das sind hier alle aus Gusseisen. In Holzoptik. Hart wie Kruppstall. Ja. Ein gutes Rheinmetall. Eine gute Rheinmetallbank. Ein deutscher Stahl. Oh, und ich muss mir erstmal eine Schmerztablette werfen. Sag mal Bescheid, wann du die Dings ausgekippt hast. Ausgekippt. Ich bin schon auf dem Rückweg. Ah, ich 58%. Wow. Oh Mann, ey. Normalerweise... Ja noch, was? Vielleicht habe ich ja noch was überlesen in der Jobbeschreibung. Vielleicht muss ich danach erstmal noch 3 Stunden irgendwie was anderes ernten. Boah. Ich glaube, den Dienst will ich mal direkt. Bin noch gefarmt. Ja, also mit diesen Missionen bin ich nicht ganz zufrieden. Aber ich glaube, das liegt auch wegen der, an der Schwierigkeit, an dem Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Aber selbst dafür ist das zu hart. So, unsere letzten beiden Bäume. Ich würde sagen, bring mal lieber den Anhänger zurück, weil besteht er schon da. Man kann sagen, denkst wohl, dass ich auch nur in der Nase bohre, wa? Noch immer du den da jetzt hergestellt hast. Nein, Manno, ich hab mir gedacht... Och, Manno. Unser Trecker ist nicht schwer genug für die Bäume, die zu transportieren. Verdammt. Verdammt. Was ich hier gerade mache. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott, ey. Unglaublich.
Oh, ich schmeiß mich weg. Hast du gerade durchgetappt? Nee. Bei mir ist gerade ein Motor angesprungen, ohne dass ich in irgendwas drin sitze. Na, hast du noch Bock? Ne, das Anhänger drunter schieben ist ja auch so nervig. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich bin von den Missionen enttäuscht, ehrlich. Und von den... von diesen Bäumchen, die sie hier hingelegt haben, richtig. Also, dass man die nicht mitbenutzen kann, wenn die hier schon liegen. Nicht mal klein machen, damit du sie wegpacken, wegmachen kannst. Hier wird dir nichts geschenkt. Mir sollten sie aber was schenken. Wenn nicht mir, wem sonst? Kannst du die Scheiße jetzt bitte endlich reinkippen? Dreck. Bitte? Gott sei Dank, endlich. Ich geh mal pingeln. Jo. Warum lässt er die Scheiße immer fallen, ey? Oh.
Lass doch nicht immer alles fallen. Gott sei Dank hat man hier keine Zeitbegrenzung. Ha, das stimmt. Das wäre heftig. So, die letzten Bäume werden gerade geschreddert. Und dann? Was? Ja, und dann? Keine Ahnung. Machen wir jetzt keine mehr. Müssen wir anfangen, Geld zu verdienen. Irgendwie. Irgendwie ist gut. Ich kann ja mal gucken, was das Maximum an Kredit ist, was wir nehmen können. Ja, viel mehr Zinsen können es eh nicht mehr werden, ne? Nee, nicht so wirklich. Ich gucke einfach mal gucken, was passiert. Was das Maximum ist. Jawohl. Ja, dachte ich mir. Kannst du direkt mal das Feld kaufen. Ja, so genau das war mein Plan. Flug, um die zwei zu verbinden, oder? Eigentlich ja, wenn das geht. Das ist die Voraussetzung. Wollen wir Feld 19 oder 18? 18 wäre weitaus größer, aber 19 wäre daneben und da wären wieder Bäume. Jetzt 19 daneben. Okay, nehmen wir das. Oder lohnt sich das 21er? Hm. Das wäre halt noch größer, ne? Aber haben wir nicht genug Knete für. Das kostet, das 21er kostet fast 300. So. Ich guck mal, ob man Felder. Da können wir die verbinden. Bis hier sicher? Damit du einen Flug kaufen und dann im Flug kannst du einstellen, Felder stellen zulassen. Bist du sicher? Ja. Sicher? Hm. Ich mach's einfach mal. Ich mach's einfach mal.
Was kostet so ein Flug? Ich weiß nicht, 5.000, 6.000, 20.000. Oh. Ich werde das als Notfalls verkaufen. Ja. Besuchen. Fahrzeughändler besuchen. Flug. Flüge. Ach, 2 Meter, 2,5 Meter und 4,9. Ja, es dauert natürlich lange, bis wir das geschafft haben. Ja, bis ich die verbunden habe dann. Ja, so breit ist es jetzt auch nicht, ne, auseinander. Was ist denn ein Streifenkörperflugschar? Das kann ich dir nicht beantworten. Einfach Universalflugschar. Den können wir auch einfach kurz mieten. Das ist natürlich auch machen. Wir brauchen den ja wahrscheinlich nur ein, zweimal. Der kostet aber auch ein Tausender, wenn man den mietet. Ja, ich kauf den einfach. Was kostet die Welt? Vielleicht gibt's eine Mission, wo man pflügen muss. Kannst du den ja mal kurz entführen? Ja. Oh, jetzt haben wir sie wieder, Dicke. Ich sollte mir echt angewöhnen, nicht über unser Feld zu fahren. Alte Gewohnheit, ne? Ja, total. Das ist echt schlimm. Was ist denn eigentlich auf dem Feld? Weizen. Im Wachstum. Hier muss nur hier ist schon was drauf. Das müssen wir nur düngen. Düngen und kalken. Ja, düngen, kalken und Unkraut. Und dann können wir hier schon auch abernten. Das ist natürlich gut. Das mache ich gleich mal. Mal was wir abernten können. So, jetzt versuche ich mal zu flügen. Felder erstellen, zulassen. Flug senken. Jawohl. Geht jetzt nicht. Ne? Ja, geht aber ein bisschen was bei drauf. Denke ich mal. Alter, neben mir geht die ganze Zeit irgendwo ein Motor an, Alter. Was ist das denn für ein scheiß Soundbug? Das nervt mich richtig. Ach nee, ich will ja das Feld genauso lang machen wie das andere.
Ich hoffe nur, das gibt nicht Probleme mit dem Jägerturm, der da ist. Ja, ich werde jetzt einiges von unserer Ernte aber leider kaputt machen. Also nicht einiges, ein bisschen was. Ja, die Ecke hält, ne? Ja, ein paar Ecken immer. Gibt Schlimmeres. Aber dafür haben wir hinterher halt viel mehr. In der Theorie hättest du ja mit Pflügen warten können. Ja, nee, ich will das jetzt fertig haben. Es geht ja nicht viel kaputt. Es sind ja nur kleine Ecken, die ich zerstöre. Konnte ich den Flug drehen? Flug drehen, jawohl. Gut. Mal gucken, ob der Erntehelfer damit klarkommt, wenn er hier lang fahren soll. Aber beim letzten auch kein Problem. Ja, aber hier ist ein dicker Hügel, wo er hoch und runter fährt dann. Ah, siehst du, solange ich hier Dings mache, kann ich ja mal den anderen losschicken und Unkraut jäten. Sag mal, wie viele Bauern das Spiel spielen? Wahrscheinlich keine, glaube ich. Erstmal nach einem Tag Feldarbeit zurück aufs Feld. Naja, erstmal weiter Feldarbeit machen. Das wäre echt amüsant, ehrlich gesagt. Also ich müsste aber auch sagen, ich kenne einige LKW-Fahrer, die auch den Euro Truck Simulator spielen, ne? Ja, möglich. Alles, ne? Alles möglich. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Soldaten, die Airsoft spielen. Weißt du, was ich meine mit Airsoft? Paintball. Ja, sowas ähnliches. Ja. Gibt es ja ganz, ganz viele, die das spielen, ne? Haben genug damit zu tun und zocken das dann trotzdem.
So, bald ist das Feld fertig. Alter, überleg mal, wenn wir das Feld immer pflügen müssten noch, ne? Der breiteste Flug hat, glaube ich, 6 Meter. Ja. Alter, was du da für Zeit raushauen würdest. Zum Glück ist der Unkrautbeutel gleich schon mal durch, dann kann er düngen und dann ist alles gut und dann braucht er noch Kalk. Boy. Gott, 70%, Alter. Hab ich mir angetan. Tja, da musst du durch. Das hast du verzapft, das Bier musst du alleine austrinken. Ja, ich merk schon. Sieht gar nicht mehr so viel aus, aber... Oh. Ja, einmal kommen ja noch 8 oder 10% fürs Wegbringen dazu. Ja, ich glaube, es ist ja noch zweimal wegbringen. Okay. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall. Das letzte Mal einsammeln, dann kannst du wieder fahren. Dann glaube ich noch einmal. Okay. Oh, ich vergrößere gerade noch das 20er Feld. Ein paar Minuten brauche ich hier noch. Ich brauche noch so 10, 15 Minuten dafür. Okay, er ist fertig. Läuft beim Boy. Ah, läuft beim Boy. Ja, das sind zum Glück die Arbeiten, die verdammt schnell vorbei sind, ne? Das Sehen, das ist das, was so lange dauert. Ja. So, was muss ich jetzt? Mach ich jetzt erstmal kalken. Nee, erstmal düngen, dann kalken. Hallo? Ey, was mit dir? Jetzt geht doch. Der Boy hat keine Lust. Ja, ich merk schon. Ah, jawohl, gedüngt. Das ist gut. Ach was, man muss doppelt düngen für 100% gedüngt. Oh. Das ist natürlich hart.
Nein, bleib da oben, du Arsch. Boah, aber fürs Düngen da fährt er ja richtig schnell drüber, er bei 24 Meter Düngreichweite. Aber natürlich, das ist natürlich ziemlich gut. Da kannst du ja die Scheiße gleich mal wegbringen. Geht sofort los. Hä, ist doch erst 30.000 drin. Ja, jetzt bin ich hier voll. Ach so, okay. Yay! Direkt beim ersten Versuch. Oh, guck mal, da kommt eine Lok. Hänge ich jetzt in dir drinne gerade? Ja. Hast du so früh zusammengeklappt? Ist der Helfer schon fertig? Stimmt ja, gerade, ja. Hab ich, gut. Dann muss ich nochmal zu dem ran. Und kalken. Oder soll ich den nochmal düngen lassen, damit 100% drauf sind? Ich lasse den nochmal düngen, damit 100% drauf sind. Oder du lässt einfach nur kalken. Müssen wir die Scheiße eh abernten. Ja, aber gedüngt muss es ja auch sein, damit es ja, gut wird. Machen wir das komplette Feld dann, oder? Weiß nicht, ob die 50 reichen. Der will nicht düngen nochmal. Reichen anscheinend, der will nicht nochmal, dann reichen die wohl. Wahrscheinlich ist es 100%, wenn Kalk drauf ist, vielleicht. Gucken wir mal. Ich mache jetzt Kalk. Nee. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Dann bringe ich erstmal deine Kartoffeln weg. Du Kartoffel, du.